Mein nächster Gast ist im Moment ein sehr gefragter Gesprächspartner in vielen Talkshows, denn er kommt aus dem Iran, ist aber mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen und ist einer der wenigen, der profund erklären kann, was gerade genau passiert zwischen den USA und dem Iran. Er ist der außenpolitische Sprecher der Grünen. Bin sehr glücklich, dass er Zeit gefunden hat, heute Abend zu uns zu kommen. Bitte begrüßen Sie hier Omid Nuripur. Herzlich willkommen. Ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, ob man mit Ihnen über jedes außenpolitische Thema reden kann oder nur über den Iran. Wieso außenpolitisch nur? Wir können einfach über alles reden. Das haben Sie vorhin auch schon gesagt. Ja. Und das ist ein Selbstbewusstsein. Das haben Sie ernst genommen, verflucht. Ja, das ist ein Selbstbewusstsein, das mir einfach gut gefällt. Dass einer reinkommt und sagt, wir können hier einfach über alles reden. Viele Politiker sagen vorher, ja, aber nicht darüber und nicht darüber und da vielleicht auch nicht. Viele lassen es auch die Leute sagen, die Sie begleiten, die dann sagen, ja, versprechen Sie nicht darauf an. Aber Sie sagen einfach, wir können über alles reden. Das ist relativ einfach. Wenn man einfach den Mut hat zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, dann kann man auch über alles reden. Sprechen wir über den Iran-Konflikt. Was haben Sie in dem Moment, als Sie gehört haben, dass General Soleimani getötet wurde, als erstes gedacht? Also ich muss ein bisschen aufpassen, weil bei dem Thema fehlt mir ehrlich gesagt mittlerweile, man darf und muss über alles Witze machen, um es auszuhalten, da fehlt mir so langsam, fehlt mir ein bisschen mein Humor. Als ich das erste Mal gehört habe, ganz ehrlich, kam vom Saufen zurück um 3 Uhr morgens mit Freunden und habe den großen Fehler gemacht, nochmal auf mein Handy zu gucken und dann habe ich gedacht, okay, das war doch zu viel. Und dann habe ich erst ernsthaft eine zweite Quelle gesucht, weil ich nicht gedacht habe, dass das wahr ist. Der Typ war ein schlimmer Kriegsverbrecher. Das ist überhaupt keine Frage. Der hat in Syrien Kinder umbringen lassen, hat ganz viel dazu beigetragen, dass der Irak heute aussieht, wie der Irak heute aussieht. Aber der saudi-arabische Vizekönig ist auch ein Kriegsverbrecher in Jemen. Ich würde massiv davon abraten, den auch umzubringen. Das würde den Nahen Osten sicher nicht besser machen. Und das war meine erste Reaktion. Im ersten Moment dachten viele, Trump ist alles zuzutrauen, der geht jetzt sofort in einen Krieg mit dem Iran und flippt völlig aus. Das hat er nicht getan. Er hat mit weiteren Sanktionen gedroht. Wie schätzen Sie im Moment die iranische Seite ein? Ist die Kriegsgefahr vorerst gedämmt oder kann das jederzeit explodieren? Ne, wir haben eine Atempause und ehrlich gesagt, meine erste Reaktion war nicht, dass ich gedacht habe, Trump flippt noch mehr aus, weil das war ja schon mit dem Angriff passiert, sondern ich dachte, die iranische Seite flippt jetzt aus. Wir haben jetzt sowas wie eine Atempause, die hoffentlich bleibt, aber wir haben echt viele Sollbruchstellen. Wir haben einmal den ökonomischen Druck auf den Iran, der natürlich auch auf das Regime massive Einwirkungen hat, aber auch dazu führt, dass die Mittelschicht des Landes verelendet. Es fehlen Verbandsmaterialien in den Apotheken in der Hauptstadt, weil einfach keine Überweisungen mehr getätigt werden können aus dem Land heraus und keine mehr gekauft werden. Es ist massiver Druck von der Straße da. Die Leute sind es einfach satt, belogen zu werden. Das ist einfach genug, dass 40 Jahre lang man zu Hause lernt, dass man draußen hat. Ich bin ja im Iran aufgewachsen, ich habe es ja auch gelernt. Ich habe zu Hause gelernt, was ich zu Hause höre, darf ich draußen nicht erzählen. Und draußen muss ich erzählen, ja, wir gehen selbstverständlich auf ein Freitagsgebet. Und selbstverständlich, wir sind super fromm. Meine Schwester ist währenddessen auf Partys gegangen. Und diese Lügen haben die Leute einfach satt, die haben keine Lust mehr. Die haben keine Lust mehr auf Repressionen, auf Unterdrückung ihrer Menschenrechte. Und wir haben natürlich die Kriegsgefahr. Und obendrauf kommt noch das Atomabkommen. Und wenn dieses Atomabkommen fällt, und das bei einem Regime, was so unter Druck ist, kommen ja auch alle Kontrollmechanismen weg. Das heißt, wir wissen nicht mehr, was sie tun. Das ist die Autobahn für das iranische Regime zur Atombombe. Auch das ist kein Beitrag dazu, dass die Welt irgendwie sicherer oder besser wird. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie in erster Linie, oder sagen Sie, muss verhindert werden, dass der Iran sich quasi selbst nuklearisiert, weil das so eine Art Schneeballeffekt haben würde. Also würde der Iran die Atombombe haben oder so tun, als habe er sie, dann würde Saudi-Arabien sich wahrscheinlich anschließen. Und vielleicht die Türkei. Wir wissen, kann irgendjemand hier versprechen, was Erdogan dann macht? Ja. Wie realistisch ist denn die Chance, dass der Iran in absehbarer Zeit die Bombe haben wird und was wäre absehbare Zeit in dem Zusammenhang? Naja, es gibt ja Hardliner-Stimmen im Iran, die die ganze Zeit sagen, man kann dem Westen nicht trauen. Die einzige Sicherheit, die wir haben können, wir als Iran, wäre eine Atombombe. Schaut euch Nordkorea an. Das ist ja genau das passiert. Die hatten die Bombe rechtzeitig und daraufhin war alles gut. Und dann haben die Amerikaner gesagt, naja, dann machen wir jetzt keinen Krieg mehr gegen euch. Wir lassen euch in Ruhe. Und dann gab es diesen Feng Shui-Gipfel da in Singapur, wo Trump und der andere da rumgelaufen sind und erklärt haben, wie toll alles ist. Und da gibt es, und diese Leute fühlen sich natürlich bestärkt.
die fühlen sich bestärkt, weil die Europäer nicht ausreichend helfen, das Atomabkommen zu retten, weil jetzt die Amerikaner da reingeballert haben, wie sie reingeballert haben. Und nochmal, weil Nordkorea ein Zeichen ist, dass das funktionieren kann. Und das ist super gefährlich und würde relativ schnell dazu führen. Im Übrigen ist es nicht nur der Schneeballeffekt. Es ist auch natürlich so, dass man im Iran nicht weiß, wer Dienstag die Hand am roten Knopf hätte und wer Donnerstag die Hand am roten Knopf hätte. Das ist für einen Staat wie Israel der größte Albtraum. Und dann kommt noch Saudi-Arabien und Türkei und andere und nichts davon ist gut. Sie sind nicht der größte Fan von Heiko Maas. Sie haben mal gesagt, er habe eine Reiseallergie. Er müsste dringend unterwegs sein in Doha und überhaupt durch Saudi-Arabien fahren. Was würden Sie anders machen, wenn Sie an seiner Stelle Außenminister wären in einer grün-schwarzen Koalition? Also erstens, ich wäre, wenn, dann werde ich Verteidigungsminister von Hessen. Schauen Sie sich dieses feindliche Umfeld an, in dem wir leben müssen. Aber da muss ich kurz fragen, gegen wen würden Sie Ihre Waffen zuerst in Stellung bringen? Gegen Armin Laschet, der Kinderlieder verbieten will, oder gegen Björn Höcke? Die Stimmung ist, wenn ich jetzt sage, wir bauen eine Mauer, ist das jetzt gut? Oder? Nein, sicher nicht. Klar, kaum kommt der Moslem in die Sendung, will er eine Mauer durch unser schönes Land bauen. Aber nur Richtung Südosten erstmal. Aber was wichtig ist, dass diese Konferenz, diese Libyen-Konferenz hat es ja nochmal gezeigt, es geht was. Und da ist es notwendig, dass man redet. Wenn die Iraner jetzt eine Überreaktion noch draufpacken, wenn die Vergeltung noch kommt, und es gibt so viele Stimmen im Iran, die sagen, die Vergeltung gegen die Amerikaner kommt noch. Wie könnte die aussehen? Indem sie wirklich in zahlreichen Staaten, wo sie Nase an Nase mit amerikanischen Streitkräften stehen, das ist in Libanon so, das ist in Syrien so, das ist in Afghanistan so, indem sie einfach Anschläge verüben und amerikanische Soldaten töten. Und wenn das passiert, werden die Amerikaner nicht nur massiv reagieren, die innenpolitische Lage der Amerikaner gebietet das quasi aus ihrer eigenen Logik, sondern das werden ja auch andere betroffen sein. Wenn die Saudis eine Überreaktion auf die Überreaktion der Iraner draufpacken, dann haben wir Krieg. Und das zu verhüten, dafür müsste Heiko Maas beispielsweise dahin. Der müsste dahin nach Riad, um denen zu erklären, ja, wir finden scheiße, was da passiert, wir finden die amerikanische Aktion falsch, aber wir finden auch die iranische Überreaktion falsch. Und deshalb lassen wir uns darüber reden, was man machen muss, damit die Überreaktion nicht erfolgt. Und das macht er einfach nicht, sondern der hat einfach erst mal 3 Tage gewartet, bis er reagiert hat. Dann hat er 5 Tage gewartet, bis er ein Statement abgegeben hat. Dann hat er 8 Tage gewartet, bis er nach Jordanien geflogen ist, um deutsche Soldaten zu treffen, die eine super Arbeit da machen. Das war gut, dass er das gemacht hat, aber das ersetzt nicht die Krisendiplomatie. Das wieder hochzufahren, so wie es Steinmeier in der Ukraine gemacht hat, wie Joschka Fischer das in Israel gemacht hat und Genscher, viele, es geht nicht um Parteifarbe. So viele deutsche Außenminister haben genau das jahrzehntelang gemacht. Heiko Maas macht es nicht und ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es schon, weil er verbringt die ganze Zeit beim Herrenausstatter und muss Anzüge Maß nehmen lassen. Ja? Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, damit es geil aussieht. Ja, wir sollten uns einfach darauf einigen, Heiko Maas ist nicht Außenminister, sondern Instagram-Minister. Und dann passt es wieder. Ne? Megaprofil, Anzüge sitzen super. Sie selber sind im Alter von 13 Jahren, ich habe schon gesagt, nach Deutschland gekommen. Und zwar nach Frankfurt, weil Sie mit Ihrer Familie häufiger schon in Frankfurt waren und Frankfurt kannten von den Urlauben. Jetzt frage ich mich, was genau macht eine iranische Familie in Frankfurt im Urlaub? Ich meine, mit Verlaub, es gibt doch sehenswertere Orte in Deutschland. Nein. Wie Saarbrücken oder Duisburg oder so. Warum Frankfurt? Darf ich mal einen Fan-Modus-Werbeblock hier einbauen? Bitte. Nachher kommt der Reinhard Grebe. Ja. Und das mit Abstand, es gibt viele berühmte, großartige Lieder von ihm. Das mit Abstand beste ist Urlaub in Deutschland. Das ist ein bisschen älter, aber das singt mein Sohn, seit er 4 Jahre alt ist, den ganzen Tag. Es ist einfach ein sensationelles Lied, weil da beschreibt er das, sagt zum Beispiel, das Wichtigste an Hannover ist die Partnerstadt. Sind die Partnerstädte, das ist beispielsweise Posen und Hiroshima. Also meine Familie ist viel gereist vor der Revolution. Meine Eltern sind beide leitende Flughafenangestellte gewesen. Meine Mutter war damit sowas wie eine Pionierin der Frauenerwerbsarbeit im Iran. Das war nicht selbstverständlich, gerade in technischen Berufen. Und die sind viel gereist, weil die ja ganz viel auch mit Flugzeugen zu tun hatten. Und deshalb sind sie auch viel gereist. Und eines Tages saßen sie in Frankfurt mit mir im Kinderwagen und meiner Schwester an der Hand. Und meine Mutter hat sich umgeguckt und hat gesagt, hier gefällt's mir, hier will ich eine Wohnung kaufen. Dann sagte mein Vater, wie bitte? Und dann passierte das, was in iranischen Familien immer passiert, wenn eine Frau sagt, wir machen das, und der Mann sagt, nee, dann haben die 6-7 Stunden später beim Notar gesessen und haben eine entsprechende Wohnung gekauft. Und
Dann sind wir relativ wenig hin und her, weil da kam die Revolution relativ bald danach, dann kam der Krieg, da war die Grenze relativ lange zu. Und dann sind wir ehrlich gesagt einmal im Jahr, wenn es möglich war, dann nach Deutschland gekommen, um Luft zu holen, um uns zu erholen vom Krieg. Es war ja Krieg im Iran bis 88. Und wir sind gekommen, weil man beispielsweise bestimmte Produkte einfach im Iran nicht mehr normal auf dem freien Markt kaufen konnte. Kriegsnot, Kriegswirtschaft. Und weil halt einfach nicht geballert wurde, es keinen roten Alarm gab, man nicht beschallt wurde von Propaganda des Staates und vieles andere. Und deshalb, auch deswegen ist Frankfurt einfach eine unglaubliche emotionale Heimat für mich. Und die Stadt hat mir so unfassbar viel gegeben, schon bevor ich dorthin gekommen bin. Jetzt Frankfurter Bub zu sein, ist ehrlich gesagt schon nicht nur, also orientalische Männer heulen immer, das ist normal so, aber das ist schon sehr bewegend. Das ist, ich höre, Sie bauen die Mauer nicht um Hessen, sondern um Frankfurt. Wir bauen die Mauer so, dass Offenbach weit weg ist. Ja. Für die, die sich nicht so gut auskennen in Hessen, was er sagen will, ist, Offenbach ist das Köln des Düsseldorfers. Meine. Vielleicht kann man es so für die Menschen im Land draußen übersetzen. Herr Nuripur, wer wird Kanzlerkandidat der Grünen 2021? Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Winfried Kretschmann? Alle drei. Und noch viel mehr. Wir haben ja gute Erfahrungen gemacht mit Doppelspitzen zum Beispiel. Die SPD hat das begriffen, hat das jetzt kopiert. Okay. Genau. Komische Referenz. Also spätestens das sollte Ihnen zeigen, dass Sie es lassen sollten mit den Doppelspitzen und sich für einen entscheiden sollten. Und das werden Sie jetzt sicher sofort tun. Für wen entscheiden Sie sich denn von den dreien? Diese Einsicht, die Sie mir gerade jetzt reinhämmern wollen, die muss erst durchsickern. Bis dahin, alles gut. Für wen entscheiden Sie sich? Ich habe Robert Habeck gehört. Sie werden für Habeck. Das finde ich auch. Der hat die besten Chancen. Ja, ich bin total für Robert Habeck, aber ich bin auch für Annalena Baerbock. Alles super Leute. Also Kretschmann wird es auf keinen Fall. Das haben wir. Wunderbar. Omid Nuripur, vielen Dank für den Besuch. Danke für den Besuch. Alles Gute. Omid Nuripur.